Citroën DS3 Fuchsia in Frühlingskleidung. Das DS3 nützt den Rahmen vom C3, aber schon da hört den Vergleich auf. Selbst wenn die vom selben Baum fallen, sind die Früchte sehr verschieden. DS soll als Premium-Symbol gelten und das Ergebnis lässt sich sehen. Kompakt, angriffsbereit, sogar die Rundungen scheinen aggressiv. Falls es Ihnen nicht zufriedenstellt, können Sie den DS auch in verschiedene Farbkombinationen gestalten, genau wie unseres Testmodells. In der Schweiz ist das DS3 in 4 Benzin- und 3 Dieselversionen verfügbar. All das oszilliert zwischen 95 und 207 PS für die Benzinversionen und 70 und 112 PS für Diesel. Automatische oder manuelle Getriebe ergänzen das Angebot, somit stimmt es für alle Wünsche. 4 Endbearbeitungen, Chic, So Chic, Sport Chic und Ultra Racing Prestige, bestimmen sowohl die Serienausstattung als auch den Verkaufspreis. Normalerweise zwischen 21.250 und 40.050 Schweizer Franken, sind sie jetzt, dank der Schwäche des Euro und verschiedenen Prämien, von 18.990 bis 33.990 Schweizer Franken übergegangen. Nur so eine Idee, wenn Sie in Versuchung kommen würden, wäre der Zeitpunkt gar nicht so falsch. Unser Testmodell, DS3, Sport Chic, 1.6 THP, 155 PS, ausgestattet mit zusätzlichem Zubehör, wie Dekor Fuchsia, Ledersitze, verchromter Außenspiegel, Pacma E-Way, Navi und Onboard Entertainment, kostet 28.810 Franken. Der Test. Unser DS3 mit seinen 155 PS verfügt über weit genug Kraft, um 1200 Kilogramm des Wagens zu übernehmen. Verfügbar ziemlich schnell entwickelt sich die Lebhaftigkeit dieses Motors von netten bis zu, ich bin da, wenn man die Höhe der Drehzahlen kitzelt. Die heisere Schnur erinnert dann an andere Fahrzeuge, die von dieser Motorisierung, Peugeot, Mini und BMW, so vielen bedeutungsvollen Cousins, profitieren. Das Sechsganggetriebe, in der ein wenig steilen Führung, stützt wirksam die DS3. Ziemlich kurze Umsetzungen erlauben Vergnügen und Lebhaftigkeit, während ein eher langen sechstes Gang, die Seelenruhe des Marathonläufers anbietet und ein auf Autobahn gemessener Verbrauch erlaubt. Global ist das DS3 voll von Kompromissen. Die etwas trockenen Aufhängungen können auf unregelmäßigen Stadtverkleidungen betrüben, aber finden eine gerechtfertigte Stelle, wenn die Straßen wendig werden. Die präzise Direktion trägt zu einer wirksamen Straßenlage bei. Selbstverständlich ist die Endbearbeitung Fuchsia Geschmackssache. Also wird ein Armaturenbrett derselben Farbe der Auswahlkunde entsprechend sein. Dadurch wird auch die ganze Einordnung von Instrumente, eingeprägten Navi-Computerbildschirm etwas weiblich vorkommen. Auch die Teppiche mit Motiven spiegeln diese Abfertigung ab und umgeben angenehme und bequeme Ledersitze mit guter Seitenaufrechterhaltung. Selbst wenn die DS3 für 4 bis 5 Plätze gegeben ist es empfohlen, den Gebrauch der DS3 nur 2 mit Kindern oder Tieren begleiteten Erwachsenen zu bestimmen. Zunächst ist der Zugang zu den hinteren Plätzen eher akrobatisch und zweitens, der Platz zur Verfügung ist beschränkt. Gut im Fall einer Panne, und nicht zu weit, und nicht für zu große Personen, na dann, hätte es wohl Platz für 4 Erwachsene. Unsere Meinung. Lustiges und originales Auto. Ein eher schmeichelhafter Preis bei Berücksichtigung der Ausstattungen. Ein Verbrauch, der gemessen bleibt. Unser Test hat einen Verbrauch leicht unter 7 Liter gezeigt. Ein Autoplaisier für die Stadt, das Land und auch langen Distanzen. Negativ bleibt die erschwerte Zugänglichkeit der hinteren Plätze. Ein Koffer mit begrenzter Kapazität, eine Koffertrennung im Format Zigarettenpapier, das eher das angenehme Porträt ein wenig trübt. Wie schon geschrieben, bestimmt die Endbearbeitung Fuchsia dieses DS3 eher einer weiblichen Kundschaft. Aber seien Sie beruhigt, dank Farbkombinationen und Farboveralls werden Ihnen ebenfalls erlauben,
eine sehr aggressiv und wild im Auge Version daraus zu kreieren. Die Anspruchsvollen sollten einen Blick in Richtung der 207 PS Version werfen, es soll echt abfahren. Für die Ruhigeren auf der Suche nach Persönlichkeit und Eleganz, keine Sorge, es gibt gewiss auch eine Version, die sich Ihnen eignen wird. Zum Beispiel die mit zarten Dieselmotorisierung, Partikelfilter und Stoppenstart serienmäßig. Also, Ihnen gehört die Wahl. Wie gewöhnlich raten wir Ihnen, bei einem Konzessionär vorbeizuschauen. Er wird sich natürlich freuen, Ihnen einen Wagen testen zu lassen. Jean-Louis Vidal für Rodin Motor, März 2012.